Beat Patrol, das Musikfestival der elektronischen Musikszene im Bereich Electronic, House, Drum and Bass, Dub, Goa und Ska, öffnete auch dieses Jahr im VAZ St. Pölten bereits zum 7. Mal seine Pforten. Komprimiert auf einen Tag standen rund 35 DJs auf 4 verschiedenen Stages vor den Turntables und sorgten wie immer für ausgelassene Stimmung. Ja, ich bin heute das erste Mal da und mir gefällt es extrem gut. Es ist komplett geil. Es ist ein richtig gutes Event, richtig gut organisiert. Es ist voll geil. Ja, voll geil. Es ist eigentlich schon sehr geil. Aber es ist alles geil. Es sind alle nur geile Leute, ja, überall. Es ist ein Hammer. Überhaupt in den Kostümen. Ja, reinhauen. Eben. Das ist gut. So gut. Schon nice. Es hat einfach hergetrieben, was der Musik und so. Drum and Bass. Weil extrem viele gute Acts da sind. Ja, die Musik ist so nice. Verschiedene Stages. Das kann schon. Es ist halt echt immer lustig. Man kann nichts sagen, Beat Patrol ist Beat Patrol. Na, es wird halt interessant, glaube ich. Es wird halt richtig interessant. Interessant war es auf alle Fälle mit nationalen und internationalen Künstlern wie Knife Party, Fritz Kalkbrenner, Frittenbude, Camo and Crooked, Wilkinson und vielen mehr, war einfach für jeden was dabei. Camo and Crooked, Knife Party und Frittenbude, die drei, wegen die bin ich echt da. Ich hätte gern Gigi D'Agostino gesehen, aber wer kommt der jetzt da? Ja, Wilkinson, der spielt zum Beispiel jetzt gerade. Camo and Crooked. Ja gut, wenn du so sagst, Knife Party. Ist Wilkinson. Auf Spark freue ich mich auch ganz bestimmt. Knife Party ist sehr interessant. Camel Crooked auf jeden Fall. Auf jeden. Und Spohr nachher noch. Unser letztes Fazit, warum das Beat Patrol einen Besuch wert ist. Ja, weil es einfach extrem feine Musik ist und diese Musikszene einfach viel zu wenig im Vordergrund steht. Es ist ja wie nur so EDM oder so Party und sowas, also, aber Drum and Bass ist eigentlich so richtig leibend und es wird einfach viel mehr bei den Festivals vorkommen. Richtig leibend also. Und wer sich noch einen Schnappschuss mit nach Hause nehmen wollte, war beim Raiffeisenclub Fotoautomaten genau richtig. Na dann, freuen wir uns schon auf die nächste Ausgabe 2016.